höre irgendeinen Sturm. Da hinten. Noch ein paar Kanister holen hier. So, haben wir jetzt 2, 4, 6, 8, 10 Stück an Bord. Hier haben wir, glaube ich, auch alles voll jetzt. Das sind 12, 14, 16, 18 Kanister. Das ist ideal. Okay, so, alles leer. Ja, genau, dann die Höhle. Die Höhle des Löwen. Ressourcen holen. Wir graben hier einfach alles ab, was geht. So, Kanister schon wieder voll. Obwohl ich hier in der Höhle echt ein bisschen mehr Licht. Würde man auch was sehen, ey. Das einzige, ich sag jetzt mal blöd am Kran, da hat kein Arbeitslicht vorne dran. Oh, schau wieder voll. Da war noch ein Kanister, der war noch nicht ganz leer. Okay. Nicht so schlimm. Er ist ja auch noch nicht ganz voll. Also machen wir jetzt voll. Thank you.
Da lassen wir mal liegen kurz. Können wir besser tauschen. Der hat auch eine mega Reichweite, der Kran. Das ist nicht cool. Leggy. Oh, krabbeln wir mal auf die Seite. Letzten zwei. Ja, bringen wir mal alles zurück. Stöpseln. Hier haben wir schon über zwei Dingens. Forschungsklammer einschmeißen wieder. Ja.
nochmal einen großen Rohr. Da ist noch was drin. Okay. Dreisatzerbauch Gemisch. Das sind vier. Zwei haben wir da. Und eins brauchen wir mal über. Nee, das reicht nicht. Okay. Ein Gemisch. Da wieder Harz rein. Machen wir jetzt nochmal Aluminium.
Dann hat man 4 Aluminium. Ah, wir brauchen Kupfer. Na gut, wir können es ja brennen und dann tauschen zu Kupfer. Das ist ja kein Ding, ne? Das ist dann quasi ein 1 zu 1 tauschen. Nee, nicht ganz, weil wir haben sie ja jetzt gebrannt, also die nächste Stufe entwickelt. Und ja, sind wir 2 zu 1. Also hätten wir das als Rohstoff getauscht, 1 zu 1 quasi, dann hätten wir jetzt statt 4 2 gekriegt. So tun wir es halt brennen und dann kriegt man das gleiche als Rohstoff. Ne? Könnte ich das Raumschiff müsste ich eigentlich auch weiter ausbauen. Ja, warte mal. Das Kupfer nochmal tauschen. Kupfer tauschen zu Eisen. Da nochmal Metall draus. Tun wir es halt wieder zurückholen. Laterit. Ja, da ist eine Pyramide drin. Gefunden. Ist aber organisch. Genauso dieser Donut hier auf der rechten Seite, wo der Pilz oder das sein soll.
dieser Wind, das habe ich rausgefunden, das ist immer gebietsabhängig irgendwie. Also manchmal kann es sein, dass die erste nicht geht, die geht hier aber und die hinteren gehen alle auch nicht. Das ist ganz komisch mit dem Wind. Ja, ja, jetzt. Jetzt. Oh, oh. Oh, oh. Zurück, 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 zurück. Ich habe übrigens rausgefunden, für was dieser Hammer ist. Den Hammer, den machst du dir auf deine Abbau-Dings drauf. Alter, der Wind schiebt hier das ganze Auto. Und dann baust du nur Ressourcen ab. Also du baust damit kein Ding ab. Keine Steine. Alter. Ja, das ist ein Bohrer. Alter. Scheiß Wind. Es gibt doch keine Handbremse in dem Auto. Aber nee. Komm, wir fahren nochmal eine Runde. Huch. Ja, den Kran, der kann aber nicht fahren, das ist halt das Blöde dran. Und wie du siehst, ich habe hier überall Kanister dran. An meinem... Genau. Momentan schon. Ich habe auch einige, siehst du ja hier, so Ressourcen, Forschungsdinger gefunden. Jetzt bin ich momentan am Materialien wieder machen. Nö, eben nicht. So, wieder dranhängen. Ist auch wieder da. Sehr schön. Ja, das ist zum Brennen, dass man das Raumschiff endlich mal fertig kriegt. Ja, ich hab's da hingeschmissen. Muss es nicht tragen. Ich schmeiße mal alles erstmal davor und dann tue ich es reinstapeln. Hä? Eins fehlt noch. Ach, das hast. Nee, das hast du im Rucksack. Das eine. Ja, Batterie habe ich soweit auch so hingebaut. Aber das hält nicht ganz, also ist je nachdem. Also wenn man Glück hat, ist Wind in der Nacht, ansonsten hast du Pech. Dann ist kein Wind. So, perfekt. Wir haben den ersten Dreisitzer. Space Shuttle ist einsatzbereit. Finde ich gut. Jo. Ja, Leute, dann sage ich erstmal bye bye und bis dann, bis morgen wieder. Bis dahin, ciao, ciao.